Ja, hallo, hier ist mal wieder Teddy, Küchentalk und Kaffeeklatsch. An eure TV-Geräte zu Hause, beziehungsweise Handy oder Laptops oder Computer, PC, Monitore, wo immer ihr uns empfangt und sehen könnt. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute was Leckeres. Nicht für jeden. Nicht für jeden, nein, ist nicht für jeden Geschmack geeignet. Ich zeige euch gleich auch sofort, worum es geht. Ich hatte ja gerade schon furchtbar Tränen und Heulerei wegen euch. Nein, wegen euch nicht, um Gottes Willen. Ich habe Zwiebeln geschnitten und die waren, da war PS hinter, du leck mich an den Tisch. Ja, da sind mir die kleinen Frühlingszwiebeln doch ein bisschen lieber, die sind etwas milder. Oder die weißen Zwiebeln, da wollt man nicht ganz so viel von. Weil die weißen Zwiebeln, das sind die süßen Zwiebeln. Es gibt diese braunen und es gibt auch diese roten. Die weißen Zwiebeln, die haben halt so eine gewisse Süße. Und wenn ihr die das bratet, dann entwickelt sich da noch mehr Süße. Ja, ich zeige euch jetzt, worum es geht und dann fangen wir auch gleich schon an damit. Ja, und zwar geht's heute um eingelegte Heringe. Und was braucht man dafür? Heringe. Und zwar habe ich hier Salzheringe. Dieses plätschert ein bisschen jetzt hier. Und die muss man jetzt alle einzeln ein bisschen sauber bekommen. Beziehungsweise ich habe sie heute Nacht schon, beziehungsweise gestern Abend schon in Wasser eingelegt, also im klaren Wasser eingelegt. Und zwischendurch immer das Wasser gewechselt. Das hat den Grund oder den Sinn und Zweck. Was macht ihr da, Kätzchen? Kätzchen zählt Lumpenmehl, meine ganze Wohnung. Das hat den Sinn und Zweck. Die werden natürlich in Salz eingelegt. Und wenn ihr nicht da alles so super salzig essen wollt, ja, dann muss man das eben einlegen in Wasser. Also wässern. Ja. Ich hab mir, mein Gott, was macht ihr da, Kinders? Katzenkinder sind mal wieder total heute aus dem Häuschen. Samstag gehen übrigens schon Katzenkinder raus. Die sind jetzt dazu bereit, beziehungsweise die haben jetzt ihr Alter und Größe erreicht, den stubenrein, einen großen Teil. Und ja, doch, die sind jetzt stubenrein. Und die kann man jetzt gut weiter vermitteln. So, wie gesagt, ich habe hier die Heringe gewässert. Da müsst ihr mal gucken, zwischendurch, auch hier zwischen, da wo das ausgenommen ist. Die bekommt ihr ja auch übrigens so von dem Kaufladen. Ja, Kaufladen. Bekommt ihr schon gleich so fertig, fein säuberlich, filetiert, Kopf ab. Dann braucht ihr euch da auch keine Sorgen mehr machen. Und alles ist prächtig, alles ist sauber. Keine Innereien mehr da. Oh, gleich bin ich soweit. Dann zeige ich euch den Rest, wie das so alles vonstatten geht. Ich würde jetzt nur einmal hier wieder hier rüber packen. Weil die Schüssel ist mir dann doch ein bisschen zu klein. Wir werden diese Fische gar nicht mehr weiter behandeln. Da kommt jetzt gleich nur noch mit Essig arbeiten wir gleich. Und der Essig sorgt dafür, dass der Fisch, er wird praktisch gegart, nur mit Essig. Also er bleibt so, wie er ist, kein gebraten oder wird nichts gemacht daran. Ja, und das ist erstmal soweit alles. So, und dann geht es auch gleich schon ruckzuck weiter. Und zwar brauchen wir einen kleinen Kochpot. So ein Milchkochpot reicht dann vollkommen. Da machen wir rein. Ich habe hier Senfsaat. Ja, könnt ihr erkennen, Senfsaat. Da mache ich so circa einen Esslöffel rein. Okay, das sind jetzt schon drei. Kann nicht schaden.
So, das ist Nelke. Da steht auch drauf. Kann man das erkennen? Nein, kann man nicht erkennen. Meine Schrift erkennt man nicht. So, Nelke. Davon nehme ich jetzt, ja, ich nehme mal zwei heute. Das sind 15, 20 Stück vielleicht. Eins. Na, abgebrochenen kommen dann nämlich noch ein. Zack. So, davon habe ich jetzt drei Stück drin. Das sind Wacholderbeeren. Ne? Beruhigt euch. Da wird Gin draus gemacht. Und wenn ihr sagt Gin Tonic, sind das Wacholderbeeren. Da mache ich jetzt so, wie viel mögen das jetzt sein? 10 Stück circa. Wie gesagt, hier zählen wir nicht ab. Wir machen hier keine Gewichtsangaben. Gibt es gar nicht. Ich habe jetzt hier Pfefferkörner. Dann lasse ich ein paar ganz. Und dann mache ich auch noch ein bisschen durch die Mühle. Dann habe ich hier Piment. Dann nehme ich mal so 5 Stücke. 5-mal Piment. Ja, und dann schnappen wir uns den kleinen Kochtopf und da werden wir jetzt Wasser reinfüllen. Ich sag mal, das braucht jetzt nicht ganz so viel sein. Es geht nur darum, dass die Gewürze abgekocht sind, ja, und praktisch frei von irgendwelchen Keimen sind und ja, sobald irgendwie ein Keim zu viel drin ist, ist es schon schlecht. Also, was wir da noch zusätzlich noch reinmachen, ist ungefähr, ja, ein Teelöffel Salz reicht. Und mit Essig gießen wir das dann nachher auf. Ja, das koche ich jetzt nicht unbedingt mit, oder? Ja, doch, ich könnte es machen. Riecht ja übrigens ganz gut, wenn man da jetzt Essig und dann diese Gewürze zusammen da reinbringt. Wahnsinn. Ach ja, und da habe ich auch nicht vergessen, Lorbeerblätter. Ich nehme mir mal für meinen selbst gesammelten Lorbeerblätter. Da mache ich dann eins, ja, zwei, drei, vier, fünf, habe ich noch was Größeres da, sechs, sieben, so circa 7 Stück, 8 Stück ungefähr. Ja, die kommen jetzt auch noch da rein. Und dann mache ich jetzt hier auch schon mal einen ordentlichen Schwung Essig drauf. Ja, das ist der Essigessenz. Also da dürfte gleich eure Hütte gut nach Essig riechen. Aber wenn ihr andere Gerüche im Haus habt, die werden durch den Essig, durch das Essigduftaroma, wird das ja, gemindert. Auf jeden Fall, ja, fast ausgemerzt. Also wenn ihr richtig stinkig habt hier, nein, um Gottes Willen, durch Essig, ja, sag mal, ihr habt jetzt Fisch gebraten oder Reibekuchen zum Beispiel. Oh, das ist ja immer ganz schlimm. Macht einfach ein bisschen Essig in den Kochbord rein. Ja, und damit ist halt wieder alles in Ordnung. Ja, ich habe jetzt da den Sud aufgesetzt. Ja, und dann widmen wir uns jetzt ein bisschen, ja, den Zwiebeln. Die müssen jetzt auch noch ein bisschen behandelt werden. Ich habe da schon mal was vorbereitet, wie ein TV-Koch. Ja. Ich habe da die Zwiebel schon mal geschält, damit ich mit euch nochmal weiterreden kann, sonst muss ich ja immer heulen. Ne? So, das kann jetzt erstmal in Ruhe anfangen zu köcheln. Schaut mal. Ja, seht ihr das? Induktionsherd, was das ruckzuck geht. Ich glaube, ich werde mir mal so eine ganze Induktionsherdplatte besorgen. Irgendwann mal. Also mindestens spätestens bei der neuen Küche. Dann mache ich mir da einen kompletten Induktionsherd mit 4 Kochstellen. Ach, da würde ich mich schon mächtig drüber freuen. Na, und zusätzlich habe ich hier mein Lieblingsglas. Das habe ich mir bei Onkel Ali gekauft, also beim türkischen Lebensmittelladen. Das haben die da. Und da machen die sämtliches Gemüse, machen die da rein. Dann kommt da ordentlich Salz dran und vielleicht auch ein bisschen Zucker und Essig nach Belieben. Und das hält unwahrscheinlich lange hier, weil das hat hier noch so einen weichen Gummideckel, ja, der ist flexibel und der schließt also richtig gut ab. Und wenn er dann jetzt hier den Deckel
richtig auch zumacht, da ist das richtig luftdicht abgeschlossen. Da könnt ihr wochenlang, monatelang könnt ihr dann, ja, solche Sachen lagern. So. Sud kocht schon. Das ist nur eigentlich so ein Ankochen. So. So, das kann auch schon gleich wieder aus. Siehst du, mehr brauchen wir da nicht. So, wie gesagt, ich kümmere mich jetzt hier einmal ein bisschen um die Zwiebeln. Die schneide ich jetzt nur ein bisschen grob. Na, das ist jetzt noch sogar noch ein bisschen Zwiebelhaut dran. So. Also in so drei, dass man so ein bisschen auch hinterher von den Zwiebeln so drei, vier so Streifen. Dass man hinterher was von den Zwiebeln auch noch so rausnaschen kann. Das mag ich zum Beispiel ganz gerne. Ah, ich bin überhaupt ein Zwiebeltyp. Ich habe schon in der Kindheit gern Zwiebel gegessen. Da war ich so 6, 7. Ja, und da habe ich immer gesagt, oh Mama, machst du mir eine Zwiebel? Ich habe die Zwiebeln so gegessen, als wenn das ein Apfel ist. Ne? Also, das ist alles ein bisschen grob. Braucht euch nicht so anstrengen und die Heulerei beim Zwiebeln schneiden ist auch nicht so dolle. Das müsste ich ja immer auf Pause drücken. So, siehst du, schau mal. Und das kommt jetzt gleich mit den Fischen, kommt das hier rein. Und dann ist es gut. Hallo Charlie, bist du auch mal wieder zu Hause? Freue ich mich, dass du da bist. Sodale. Wir schnappen uns das Glas und machen was alles so rucki zucki hier, ne? Merkt ihr das? Hier ist auch noch mal eine Schale, die tue ich aber immer weg. Und die brauche ich nämlich dann nicht. Ach, ich habe hier auch noch, guck mal hier, die Frühlingszwiebeln. Wenn ihr da ein etwas gammeliges Blatt bei habt, einfach abziehen, ja, könnt ihr das erkennen. Ja, ihr zieht das einfach nur so runter und schon, und hier oben einfach die Spitzen ab und schon habt ihr ja, eine ganz frische wieder. Siehst du, guck mal. Da siehst du, nur hier abziehen, zack, das Gammelige ist weg. Hier oben die Spitzen wegschnipsen. Hier ist auch noch eine kleine Spitze. Ja, ist auch nicht so ganz frisch mehr. Ja, und dann braucht er das doch nicht wegwerfen. Muss ja nicht immer alles weggeworfen werden. Weil wegwerfen oder ja, nicht benutzen, das kann doch jeder. Da brauchen wir uns doch gar nicht für anstrengen, oder? So, das tue ich aber jetzt hier noch in dem heißen Wasser mit rein. Dann ist das gleich ein bisschen auch Keime abgetötet. Und dann kann das Das ohne. ist eher echtes als wie Wasser. Ach, haben wir wieder oben gerochen. Ah, wie lecker das hier so riecht, wie Sauerbraten, ja? Riecht hier wie Sauerbraten. Ja, dann kocht man das. Es ist auch am besten mit den Gewürzen. Einfach aufkochen und gut ist. So. Du kannst aber auch mal Hallo sagen, du Störer. Das ist Wer ist das? Alfred Bioleck. Nee. Lecker, oh, lecker, lecker, lecker. Oh, ich bin Ja. ja, ich bin geil. Herr Hallervon, wie gefällt Ihnen denn mein Essen? I speak English, I can tanzen. Jetzt bin ich aber total in der Boden. Geh mir doch nicht am Schwanz. Ich will einen probieren. Der ist doch roh. Das ist ein roher Fisch. Ja, aber ich wollte ja jetzt eigentlich anfangen, hier den Fisch auch mal reinzukriegen in das Glas. Ich habe da Brennnessel. Hä? Was ist das denn? Da. Ach, er hat sich eine Brennnessel Die verbrennelt. einzige Brennnessel, die da war. Ja, ehrlich, 1000 Meilen nichts, nur Grashalme. Und Schön, dass ich 1000 Meilen gefahren bin. Deswegen habe ich ja meine sexy ich Figur kann. gehalten. Du hast eine sexy Figur.
Wir machen mal einen Film, so, den dürft ihr nur nach 22 Uhr gucken. Dann könnt ihr ja entscheiden, ob das eine sexy Figur ist. Jetzt wird er gaga, jetzt muss ich aufpassen. Ich kann jetzt aber nicht mehr sehen, ob ich jetzt auf die Kamera bin oder nicht. Du bist jetzt wirklich schön auf dem Schirm. Du kriegst dir ja irgendwann nicht am Schirm. So. Was hast du denn jetzt? Jetzt hast du mich jetzt so halb. Denk dran, da unten laufen immer unsere kleinen Tigers rum. So, ich fange jetzt erstmal hier an. Du kannst mich ja auch einen Kaffee machen. So, Kaffee brauche ich. Ich habe meinen Kaffee heute noch gar nicht so viel gehabt. Probiere ich dich? Ein bisschen, ja. Weißt du, wie du anfangen musst? Andersrum. Ja, so. Nein, andersrum. Nein. Ja, genau. Passt nicht rein. Geht nicht. Doch. So Gott, geht. Ich helfe, so geht. Aber so nicht. Doch. Drück. Ich helfe mit der Kamera. Mach keinen Quatsch mit der Kamera. Mach kein Kippelbild. Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Zwiebel da rein. So, dann haben wir schon mal unten drunter ein bisschen Zwiebelguss. Und dann kommt jetzt gleich sofort. Ne, schaut mal hier. So kann das gehen. Ah, ist das schön, das Glas. Das gefällt mir gut, immer. Wieder nix sauren, ne? Das ist immer herrlich. So. Und jetzt kann ich auch wieder einen so in der Mitte. Ja, da muss aber alles locker sein. Das darf jetzt nicht zu sehr gepresst werden. Ist kein Sauerkraut. Sauerkraut muss gestampft werden. Ja, aber hierbei, das ist uninteressant. Das soll locker bleiben, damit der Sud, der Essig, das Essigwasser sich halt schön dazwischen verteilen kann. So, oh, ich freue mich schon. Mir läuft das Wasser schon in der Fresse zusammen da. Man macht eigentlich mal Fleischsalat. Ich soll Fleischsalat machen, kann ich machen. Aber bitte mit Mayonnaise, nicht den Schweizer oder wie die Bayern den fressen. Mit Öl, ne, oder so. Ne? Entschuldigung, dass wenn Bayern... Ja, die baggern da sowas. Aber die Schweizer essen das ja mit Essigöl und die Schweizer hauen sogar mit Käse rein. Ja, das hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal, meine ich, gemacht. Muss aber nicht sein. So, schau mal. Das sind aber auch schöne Bräsen. Mutter hat immer gefragt, hat immer extra nochmal angerufen. Und du hast doch Heringe gekauft. Wie viel waren denn da drin? Das interessiert mich ja mal immer, ne? Sag ja, Mutter, dich interessiert immer was, wie viel Heringe da drin waren. Ich sag, blaue. Ja, ich denke, da waren doch grüne Heringe. Nee, sag ich, die sind für mich blau. Naja. Weil erzählen ist ja albern, ich finde das nicht so. Ich muss das nicht haben, dass man das nachzählt. Warte mal, ich habe jetzt hier so ein Loch, das zackt gleich zusammen. Dann kann ich das nämlich schon mal, nee, andersrum. Andersrum wird schöner. So. Ah. Ah. Katzenmissbett, wo keiner für euch über. Ich würde den ja gerne auch mal eingeben, ne? So, ich habe noch hier einen. Vielleicht bleibt er ja so über. Zwiebel können wieder rein. Immer so ein bisschen abwechselnd. Damit der Zwiebelaroma sich das schön verteilen kann. So, zack. Warte mal. Das ist doch hier. Der ist missglückt. Und den können wir den schmeiße ich jetzt einfach mal durch den Katzen rein. Mal gucken, was die davon halten. So. Katzen mögen Fisch. Ihr müsst nicht immer das teure Katzenfutter kaufen. Das ist nicht nötig. So, das ist jetzt noch heiß. Das werde ich jetzt abkühlen mit kaltem Wasser. Du musst aber jetzt nicht meinen Spülstein zeigen. Das ist ganz böse. Ich nehme mal so eine Kelle hier. Ich bin mir nicht immer so sicher, dass da nicht was daneben geht. So. Lorbeerblätter. Das gefällt mir richtig gut.
jetzt den Rest, den tun wir so. So, und jetzt gehe ich nochmal. Ist schon fast bis oben hin. Kannst du mal sehen. Ich mache da nochmal einen Schluck Essig dran. Nochmal. Schale ist gut. Du hast doch vorhin auch gehabt. Ist doch nicht so, als wenn du nichts zu futtern kriegst bei uns. So. Muss schon ein bisschen voll sein, das Glas, so dass der Fisch auf jeden Fall mit Wasser, mit dem Sud überdeckt ist. Dann kommt der Deckel drauf. Und dann kommt hier, das ist direkt so beschaffen, das drückt richtig feste hier rein, das drückt den Deckel und hier diesen kleinen Nippelsdeckel, das ist, wenn ihr zum Beispiel, da könnt ihr wunderbar auch Schnaps aufsetzen in dem Fall heißt es, ja. Und das ist hier so wie so ein kleines Sieb, ein etwas grobes, wenn ihr mal so Fläumchen oder Kirschen oder so aufsetzen wollt, ja, und dann könnt ihr dann immer so schön abgießen, wenn es dazu noch kommt, in die Flaschen zu füllen. Also, immer ab damit. Ja. Leute, und das war's schon. Schaut euch mal, wie schön das aus. Hübsch, ja. Die Senfkörner, guck mal, da rieseln sie. Ach, das sieht doch richtig gut aus. Ja. Und das verteilt sich jetzt. Und dann zwischendurch kann man auch ohne weiteres mal hingehen. Ja, einmal so ein bisschen ganz leicht schütteln. Ja, so ein bisschen hier, einmal so die Hälfte, so einmal so, zack. Reicht schon. Immer darauf achten, dass auch dann die Fische, die Heringe unterm Sud sind, sich befinden. Ja, also, da kann ich nur sagen, guten Appetit. Und wer nichts hat, der kickt. So, jetzt räume ich erstmal hier die zerstörte Tasse weg. Also, du sollst doch nicht mein Spülstein da so zeigen, das ist ja gräuselig. Ja. Ja, so. Verabschied dich mal, oder willst du da noch was dran? Tschüss. Also hier, da, tschüss. Ja, Küchentalk und Kaffeeklatsch, das war's mal wieder aus unserer Chaotenküche. Wie gesagt, es gibt keine Gewichtangabe, das machen wir nicht. Ich wiege ungefähr auch so etwas so, ja, denkt euch euren Teil und ansonsten geht's mir gut. Ja, teilen, Abo, Glocke nicht vergessen, dann bleiben wir richtig tolle Freunde, YouTube-Gemeinde aufbauen. Also, Tschüssikowski, Cheerio. Mm-hmm.